1973 verkauft der sein Haus und erwirbt für das Geld ein Schiff. Karin II heißt es und hat Hermann Göring als Yacht gedient. Penibel dekoriert Heidemann das Boot im barocken Stil des Reichsmarschalls. Mit Görings Uniform, mit Görings Mobiliar und Görings Tochter, die sich als erste ins Bordbuch einträgt. Die Gäste sind zahlreich und illuster. Dann wieder Kollegen vom Stern. Und hier der Referent von Göring, der das Schiff während des Dritten Reiches betreuen musste. Dann General Wolf. Dann wieder einige Bekannte. 1976 besucht Henry Nannen die Karin II. Sein Reporter will den Stern verlassen, doch der Chefredakteur hat eine Idee. Da sagte Nannen, oh, ich, Gerd, er nannte mich dann immer Gerd, wenn ich kündigte, sonst war ich nur ein Heidemann für ihn. Dann machen wir jetzt einen Buchvertrag über dieses Schiff. Sie hatten ja schon ein paar Gäste an Bord, Sie laden in Zukunft die Größen aus dem Dritten Reich, die noch leben, ein und bringen sie mit den Gegnern von 1 zusammen und dann machen wir ein Buch-Bordgespräch. Nannen ist groß geworden während des Dritten Reiches. Da hat er studiert, da hat er angefangen, seine ersten Gehübungen als Journalist, als Kunstkritiker zu machen. Das heißt, Nannen war sehr stark verbunden mit dem Dritten Reich und von daher auch sehr interessiert daran, was in dieser Zeit in Deutschland los war. Und da konnte ihn Heidemann gut bedienen. Heidemann und Nannen kennen sich schon seit den 50er Jahren. Ein Koloss, ein Besessener, ein Berserker, so beschreiben Kollegen den Chefredakteur. Sein Stern ist ein Blatt mit politischem Gewicht. Gerd Heidemann beginnt als kleiner Fotolaborant. Einige Jahre später gilt er laut Stern als der hartnäckigste, raffinierteste Reporter in Deutschland. Als mutiger Kriegsberichterstatter geht er ans Limit. Sein Spitzname, der Spürhund. Heidemann muss einen Knall gehabt haben, schon damals, weil er heiratet und nimmt zwei vorbestrafte SS-Generäle als Trauzeugen. Eingeführt durch die SS-Generäle Wilhelm Mohnke und Karl Wolf, zieht Heidemann ein ins obskure Reich der Altnazis. Die späteren Trauzeugen versorgen den Reporter mit Büchern, die ihn auf ein Flugzeug mit unersetzlichen Dokumenten aufmerksam machen. In zwei Büchern fand ich Hinweise auf das Flugzeug. Es stand drin, dass also an dem letzten Geburtstag Hitlers 10 Maschinen starteten und eine nicht ankam. Der Spürhund sucht und findet. Hinter einer Stahltür beginnt die Zeitrechnung eines Skandals. Heidemann stößt auf eine schwarze Platte aus der Hand des Führers, wie eine Reliquie aufbewahrt von einem schwäbischen Militariersammler namens Stiefel, Fritz Stiefel. Er erzählte mir, davon gäbe es über 20 Stück. Und die würden jetzt aus der DDR herausgeschmuggelt werden von einem Bekannten. Und er hätte von dem auch das ganze andere Zeug. Und das wäre auch zum großen Teil aus dem Flugzeug. Dienstfahrt in die DDR, nach Bernersdorf, wo das Führerflugzeug vom Himmel gefallen sein soll. Heidemanns Begleiter ist der Leiter des Sternressorts Zeitgeschichte, Dr. Thomas Walde, der einzige Kollege, der Heidemanns Story ernst nimmt. Thomas Walde hatte in Hamburg studiert bei einem Professor, der hieß Stefani, allgemein bekannt als Gespenster Stefani, weil er sich immer ganz besonders intensiv um Geheimdienste und heißt. Er war ein Triebender und ein in gewisser Weise auch ein Autodidakt. Und zwar jetzt nicht Autodidakt in dem Sinne, dass er alles wusste, aber er wusste von gewissen Dingen, die dieses kleine Gebiet Nazizeit Hitler betraf, mehr als viele andere. Der Friemler Fischer alias Kujau ist vorbestraft. Diebstahl, Waffenbesitz, Fälschung. Sein Militarierladen ist voll mit Naziplunder. Dafür zahlen Reliquienjäger wie Fritz Stiefel gerne ein paar Scheine. Doch im Januar 81 weiß Kujau, dass der Mann mit dem Koffer gut 2 Millionen in der Hinterhand hat. Noch gibt er sich zurückhaltend. Das war erstmal ein Riesenschock für Herrn Heidemann. Scheinbar, mich interessiert doch draußen so kein Geld. Er wusste aber sofort, mich zu nehmen. Und dann habe ich aber noch vorsichtshalber eine Göring-Uniform eingepackt, weil ich ja gehört hatte, dass dieser Herr Fischer auch sammelt. Ne? Und dachte, vielleicht locke ich damit mehr als mit Geld. Mir fehlte ja nur der Göring. Und er hatte jetzt einen Göring-Seiler. Und ich habe es ja gleich gesehen, die Achselstücke. Und noch von den Hofschneider oder Leibschneider des Herrn Göring gemacht.
Na ja, und jetzt wusste ich, also die Uniform, die brauche ich unbedingt, nicht? Für Görings Uniform und über 2 Millionen Mark will Kujau 27 Tage Bücher von seinem Bruder, einem DDR-General, beschaffen. In Wirklichkeit schreibt der Fälscher mit präparierter Tinte das Dritte Reich zur Seifenoper um. Dieser kleine Dr. Goebbels, der macht schon wieder Geschichten mit Frauen. Die drei Herren, Dr. Fischer, Dr. Walde und Heidemann, die ersten drei Klappen. Stückpreis 85.000 Mark. Sie guckten das ehrfurchtsvoll an. Dr. Fischer selbst hat vor Gericht gesagt, ihm lief ein Schauer über den Nacken. Und nicht, er ist von Hitler so ein Ding in der Hand. 45, 6 ADS-Test. Ciao. Stonk, so heißt der Spielfilm von Helmut Dietl, der die Tagebuchaffäre aufs Korn nimmt. Vor allem den historischen Schauer in der Vorstandsetage. Wenn ich denke, dass wir hier in Händen halten, was seine Hände berührten, dann weht einen hier schon sowas an, so ein Eishauch der Geschichte. Der Kujau hat eigentlich das gemacht, was halt ja, so Leute tun. Er hat eigentlich über sich geschrieben, nicht wahr? Und wenn es ihm dann ein bisschen übel war, hat er halt darüber geschrieben. Oder wenn ihm irgendwie irgendein Furz querstand, dann hat er darüber berichtet. Ach, fühle mich auch immer schlapp. Anlassen. Wortgespräche auf Görings Yacht. Diesmal munkeln nicht die alten Nazis, sondern die Tagebuchverschwörer, die schon mal auf die historische Sensation anstoßen. Dr. Fischer schreibt sogar ins Bordbuch. Wir haben hier heute Dinge besprochen, die man einem Tagebuch nicht, in Klammern, noch nicht anvertrauen kann. Ich wünsche Gerd Heidemann und uns, dass all dies zu einem guten Ende kommt. 2. April 1981, Manfred Fischer, Thomas Walde, Wilfried Sorge, Jan Hensmann. Das war ein Männerbund. Und wenn Sie gesehen hätten, mit welcher Heimlichtuerei mit diesem Material umgegangen wurde, da stand ein Tresor bei Thomas Walde, der ja der Historiker und der verantwortliche Redakteur dafür war, in seinem Büro. Und darin gab es ein verbogenes Teil von angeblich der verunglückten Börnersdorf-Maschine, ein verbogenes Drahtteil von einem Fenster aus der Maschine. Wie eine Reliquie. Inzwischen hat der Männerbund den ersten Warnschuss überhört. Der Sammlerstiefel hatte auch dem Historiker Jeckel das falsche Tagebuch gezeigt. Der aber suchte für eine Buchveröffentlichung andere Schriftstücke des Führers. Kujau. Wenn der Stern mich ein einziges Mal gefragt hätte, hätte er sich diese Geschichte ersparen können. Hängen Hitler-Gemälde von Kujaus Hand. Ein Stockwerk höher, hunderte von Archivordnern und eine Sammlung von NS-Preziosen. Auch die Pistole von Adolf Hitler, die er Henry Nannen zeigt. Jetzt dachte ich mich, dritte Pferd, jetzt lese ich hier in den Akten, Vernehmungsakten. Dann Nannen sagt aus, ich habe die Pistole gesehen, mit dem Begleitschreiben von Martin Bormann. Das ist von mir. Da hat der Hund das Schreiben genommen und hat es an die Pistole gehangen. Und ist damit im Stadt rumgerannt. Da, das ist die Pistole. Heidemann hatte ja immer ein kleines Führerhauptquartier dabei. Das war so ein schwarzer Aktenkoffer. Da hatte er die Pistole drin, mit der Hitler sich angeblich erschossen hat, mit einem Zertifikat von Bormann drangehängt. Da hatte er den Aschbecher von Göring, da hatte er den Füllfederhalter von Hitler und lauter solche Sachen. Und er hatte meistens ein Tagebuch dabei. Unter strenger Geheimhaltung werden die Tagebücher nach Zürich geflogen. Immer mehr lagern dort in einem Tresor. Inzwischen soll der Führer sogar 60 Bände verfasst haben. Der fleißige Fälscher kauft Nachschub in Osten. Wissen, er gehörte dieser Truppe an, Hitlers späterer Leibstandarte. Das habe ich dann sofort Walde gemeldet, habe gesagt, du, ich habe da zwei Fehler gefunden in den Tagebüchern und das und das. Und da sagte Walde, ja, merkt ihr mal sowas? Das hauen wir dem Arsch dann später alles um die Ohren, mit Arsch meint der Adolf Hitler. Inzwischen wissen auch die Chefredakteure Bescheid. Sie fühlen sich übergangen, wittern aber den Knüller und übernehmen die journalistische Verantwortung. Schließlich hat der neue Vorstand Gerd Schulte-Hillen, wie sein Vorgänger, schon viel Geld für Heidemanns Fund ausgegeben. Schulte-Hillen ist ja ein nüchterner Mann und der wird sich das angeguckt haben und der wird gedacht haben, der Mann spinnt sicher, aber der hat was. Doch wer spinnt wirklich?
Heidemann, der geheimnisvolle Geschichten von Geldübergaben in der Nähe des DDR-Weilers Waterloo erfindet, Kujau, dem angeblich immer neue Hitlerwerke angeboten werden, oder Schulte-Hillen, der in der Vorstandsetage... Mittlerweile dreht Barbara Dieckmann, die für den Stern die Tagesthemenmoderation aufgab, eine TV-Dokumentation über die Geschichte des Fundes. Von einem ihrer Hauptdarsteller ist sie ziemlich überrascht. Als wir dann am Abend nach... Alles versucht. Heute konnte man das mit dem Computer ja noch mal versuchen. Dann habe ich ihm dauernd Bücher mitgegeben, zum Beispiel auch Adolf Hitler als Zeichner und Maler, wo über 150 Goya-Fälschungen drin sind, denn die sind ja auch alle auf ihn reingefallen. Und habe gesagt, gib das mal dem Bormann in die Hand, soll er mal durchblättern, dann gibt's das mir wieder. Und hab hier bei einer Werkschutzschule habe ich einen Kursus durchgemacht, wie man Fingerabdrücke abnimmt. Habe mir das Bescher besorgt und dann habe ich die Fingerabdrücke aus dem Buch. Und war aber keiner von, die von Bormann hatte ich ja, war keiner von Bormann dabei. Der ehemalige SS-Mann Klapper, hier rechts mit SS-General Munke, arbeitet auch für den BND als Informant. Heidemann gibt ihm Tagebücher mit für Martin. Der wird darin reichlich gelobt. Zufall oder Absicht? Dieser Bormann ist mir unersetzlich geworden. Wenn ich fünf Bormann... Ich hoffe, Sie machen jetzt keine Wende um 180 Grad. Verleger Murdoch wird informiert. Seine Reaktion ist eine Presselegende. Scheiß drauf, veröffentlichen. Sein Experte Trevor Roper trägt die Bedenken in die groß aufgemachte Pressekonferenz des Stern. Ich denke, ein abschließendes Urteil kann erst nach Prüfung aller Tagebuchtexte gegeben werden. Umso kämpferischer ist Peter Koch. Führers Klappen kommen auf den Tisch. Ich hatte vorher eine schriftliche Anweisung von Peter Koch, dem einen der drei Chefredakteure bekommen, dass ich die Schnauze halten soll. Ein Fotograf fordert Gerd Heidemann auf, die Tagebücher in die Hand zu nehmen. Steh doch mal damit auf und halt sie höher. Und dann stehe ich auf erst, das sehen Sie alles, wenn Sie sich die Filmszene besorgen, und halt sie hoch. Am Ende Chaos und Tumult. Die Bild hat den umstrittenen Historiker David Irwin angeheuert, der schon vorher von den Tagebüchern Wind bekam. Man hat nur leere Blätter angeblich im Bundesarchiv von dem Labor untersuchen lassen. Was soll das hier eine Weinprobe sein? Am Heft selbst scheiden sich die Geister. Der falsche Hitler, den der Stern präsentiert, ist ein nachdenklicher Despot, dem die Kristallnacht nicht so recht gefiel. Es geht nicht, dass unserer Wirtschaft durch einige Hitzköpfe Millionen und Abermillionen Werte dürfen. Seine Reinwaschung hätte auch das eigene Schuldgefühl lindern können. Ich denke, dass das ein ganz entscheidender Anteil war. Dieser Versuch einer Humanisierung Hitlers, die es mit sich gebracht hat, dass große Teile der Lesebevölkerung, dann daran geglaubt hat, dass hier etwas Authentisches sei, was diesen Schulddruck erleichtern könnte. In der ZDF-Diskussion wird Peter Koch am folgenden Abend heftig kritisiert und bleibt bei seinem fatalen Statement. Ich glaube schon, dass auch die Behauptung, die Geschichte des Dritten Reiches müsse zum Teil umgeschrieben werden, gerechtfertigt ist. Um das dem Ausland zu beweisen, fliegt Peter Koch nach New York und gibt TV-Interviews. Als Zeitzeugen hat er den Sohn von Rudolf Hess dabei. Seit 10 Tagen werden Hitlers Tagebücher heftig diskutiert. Während einer Tour durch amerikanische Morgenmagazine trifft Peter Koch den Graphologen Kenneth Randall. Peter Koch sind aus Plastik. Und das, was drin steht? Abgeschrieben von Chronisten der Nazizeit. Aus den gleichen Sachbüchern, die auch beim Stern stehen. Im Regal der Tagebuchredaktion. Mit den gleichen historischen Fehlern. Da habe ich gedacht, was ist jetzt, wenn ich jetzt die Zeitung anrufe und sage, so soll ich euch mal Hitlers Schreibtisch vorführen? Dass das Tintenfass steht ja noch bei mir in Bissing. Im Bundestag wird Innenminister Zimmermann das abschließende Ergebnis seiner Behörden überbracht. Die Redaktion erfährt das Urteil von den Agenturen.
Hitlers Tagebücher sind der größte Schwindel aller Zeiten. Die Nachricht schlägt ein wie eine Bombe.